Wir erkennen einen Merz, einen Habeck, einen Baerbock und Anton Hofreiter und alle anderen, die jetzt schreien, Roderich Kiesewetter, rot von der SPD, den Krieg bis nach Moskau tragen. Ja, macht doch Folgendes, zieht euch eure Kampfanzüge an und dann geht in die erste Reihe und dann könnt ihr kämpfen. Aber handelt. Und schauen wir mal, was dann aus Syrien wird. Ob die Menschen dann wirklich wieder in ihre Heimat zurück wollen oder ob es nicht wieder eine neue Flüchtlingswelle auslöst. Jedenfalls unsere Außenministerin, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat da Erkenntnisse. Sie sieht es als sehr positiv an, dass dieses Assad-Regime gestürzt wurde, was man natürlich auch so sehen kann. Aber zum anderen ist natürlich so, was danach kommt, lassen wir uns überraschen. Aber wir haben ja eine Außenministerin mit Weitblick. Oder welcher Meinung seid ihr? Eine positive Meldung war von Donald Trump anlässlich des Treffens in Frankreich. Notre Dame hat er sich ja mit Staatspräsident Macron getroffen und auch mit dem papstähnlichen Herrn Zelensky. Und er sagte dort, die Vereinigten Staaten drängen jetzt auf eine Waffenruhe zwischen Kiew und Moskau. Und das möchte er mit aller Macht durchsetzen. Das wird er auch tun. Das heißt also, hier wird jetzt zweifelsohne nach dem Amtsantritt von Donald Trump werden alle Anstrengungen unternommen, dass dieser Krieg beendet wird. Denn er sagt eines, täglich sterben sinnlos junge Menschen auf beiden Seiten. Familien haben unendliches Leid. Und das zeigt mir eines, ich bin froh, dass dieser Mann zum Präsident gewählt wurde. Und ab Januar dann hoffentlich der Amtsantritt reibungslos erfolgt. Und hier auch die Thematik, was die Bundesrepublik angeht, dass wir erkennen, ein Merz, ein Habeck, ein Baerbock, und Anton Hofreiter und alle anderen, die jetzt schreien, Roderich Kiesewetter, rot von der SPD, den Krieg bis nach Moskau tragen. Ja, macht doch Folgendes, zieht euch eure Kampfanzüge an und dann geht in die erste Reihe und dann könnt ihr kämpfen. Aber eines kann ich euch sagen, liebe Zuschauer, nicht unsere Kinder, nicht unsere Söhne, nicht wegen diesen Leuten. Und warum ist denn das so? Soll ich sagen? Weil wir es zugelassen haben. Nicht wir. Wir kämpfen dagegen. Und deshalb ist es einfach notwendig, dass ihr einfach mal Überlegungen hegt und sagt, was machen die eigentlich mit uns seit Corona? Freiheitsentzug. Aufgearbeitet werden die Corona-Maßnahmen nicht. Übrigens hat Karl Lauterbach, der glorreiche Gesundheitsminister, sagte, dass die Maßnahmen jetzt in den Vereinigten Staaten zur Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen, da strengt ja Trump drauf mit dem Gesundheitsminister Kennedy, da sagt, wir wollen das aufarbeiten wie die Weltgesundheitsorganisation, respektive die Pharmahersteller BioNTech, Pfizer, was die hier gemacht haben. Und Lauterbach sagte in dem Zusammenhang, dieser politische Einfluss. Und das sind doch Dinge, ich frage mich, entweder ist der Mann so geistig nieder in seinem Denken oder er ist wirklich so niederträchtig. Ich bin mir noch nicht schlau, was da ist. Aber zum Endeffekt ist es so, dass die RKI-Files ja ergeben haben, wie gerade der politische Einfluss Erleichterungen oder eine Aufhebung der Corona-Maßnahmen bei uns verhindert haben. Und der spricht von politischem Einfluss. Aber wie gesagt, lasst euch die Dinge mal durch den Kopf gehen. Diese Woche noch tolle Sendungen. Im Übrigen werden... Ja, Lauterbach ist einmal ein dreister Lügner. Was war es nochmal bei Bild, wo die den entlarvt haben hinsichtlich, was er gesagt hat? Ich kann das gleich mal aufmachen, da hatte ich ein YouTube-Video zu gemacht. Ich suche es gerade mal parallel raus, also lange können wir dann noch weiterschauen. Aber man muss einfach sagen, das ist einfach lächerlich, was ein entsprechender Lauterbach hier als Aufklärung sieht. Ja, also es wurde ja nichts aufgeklärt. Es wurde ja einfach alles nur unter den Tisch gekehrt. Allein die Tatsache, dass der Herr Lauterbach von einer nebenwirkungsfreien Schlumpfung gesprochen hat, wo er als Mediziner nachweislich wissen muss, dass keine Schlumpfung nebenwirkungsfrei ist. Allein das ist schon Skandal genug. Übrigens, ich finde es auch sehr interessant, dass momentan wieder in den Öffentlich-Rechtlichen, ich habe heute Morgen mal so ein bisschen Morgenmagazin und so geschaut, weil da ja auch teilweise gute Interviews kommen. Und da habe ich auch nur wieder gesehen, mit welcher Hetze man hier momentan wieder gegen den Kennedy vorgeht, den Gesundheitsminister in den USA, also designierten Gesundheitsminister. In den USA haben sich 77 Nobelpreisträger gegen den designierten Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr. ausgesprochen. In einem offenen Brief kritisieren sie, dem Wunschkandidaten des künftigen Präsidenten Trump fehlten Eignung und Qualifikation. Er sei eine Gefahr für das Gesundheitswesen. Enger von Verschwörungstheorien.
Ja, Thema Verschwörungstheorien, diese Wuhan-Verschwörungstheorie, also dass der C-Virus aus dem Wuhan-Labor kam, die ist mittlerweile nahezu verifiziert. So viel nur mal zu diesen Verschwörungstheorien. Viele der sogenannten Verschwörungstheorien sind dann hinterher scheinbar keine Verschwörungstheorien mehr, sondern einfach Tatsachen. Und wir blicken noch auf den Aufreger des Tages und der betrifft Christian Lindner beziehungsweise eher eine Spende von Lindner auf einer Gala und die bei einigen zu niedrig? Also man fragt sich schon, ob dieser Wahlkampf noch, es ist ja noch nicht mal so wirklich Wahlkampf, aber wie tief es noch werden kann. Genau, am Wochenende war diese Spendengala ein Herz für Kinder und Christian Lindner war mit seiner Frau dort und die haben da auch Geld eingesammelt und er sagte dann irgendwie, er hat 2000 Euro gespendet und dann hat er einen Witz gemacht, ich fand es sehr lustig, Sie kennen ja meine berufliche Situation. War ein guter Schmäh, offensichtlich ist man beim Spiegel sehr spaßbefreit, weil da haben die Kollegen dann getitelt, wie knausrig Christian Lindner ist. Was sehr lustig ist, weil verglichen mit Lars Klingbeil, der 500 Euro gespendet hat, der kommt gar nicht vor. Also das ist mal so ein klassisches, genau, so ein klassisches Beispiel dafür. Es weinen ständig alle um das verlorene Vertrauen in die Medien und so. Aber wenn es um die FDP geht, ist wirklich gar nichts zu blöd, um ihnen eins reinzuwürgen, wenn es auch schon gar nicht stimmt. Und sie mussten es dann eh korrigieren. Also der deutsche Medienzirkus wieder wirklich on. Ja, sehr schön, dass Sie es hier erwähnen. Natürlich wird nur auf Lindner rumgeklopft vom Spiegel und nicht auf einem Klingbeil, weil es passt natürlich nicht in das eigene politische Narrativ, wenn man hier auf einem Herr Klingbeil herumhacken würde. Obwohl ein Herr Klingbeil natürlich als SPD-Vorsitzender ähnlich viel verdient wie ein Lindner. Abgesehen davon, dass Lindner natürlich noch Nebeneinkünfte hat. Aber man muss auch sagen, Lindner spendet auch nebenher noch Gelder bzw. engagiert sich auch an anderer Stelle. Wie es bei Klingbeil ist, weiß ich an dieser Stelle nicht, ne? Aber wie gesagt, dieses Rumhacken auf einem Lindner, er sei knauserig, ist zwar gegebenenfalls angebracht, aber wenn man es dann macht, dann muss man es natürlich bei allen Politikern machen, die knauserig sind und nicht nur bei einem Herr Lindner. Und in dem Sinne kann man einfach wieder sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, Spiegel, für eure linksversiffte Berichterstattung. Und das Tagesthemen-Interview gesehen mit dir. Aber ich finde trotzdem bei euch auch, ihr schwadroniert manchmal so mir ein bisschen zu viel daher. Ach, da müssen wir da mal ein bisschen mehr und dort ein bisschen mehr und das ist ja alles kein Problem. Ihr verdient noch kein eigenes Geld, ihr redet manchmal daher, ja und 185 Euro da irgendwie noch. Energiesteuer etc. Wir zahlen, die Menschen zahlen schon sehr viel. Und die können nicht mal eben ihr Dieselauto einfach irgendwo abstellen, weil sie kein anderes Auto haben, weil sie das Geld dafür nicht haben. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.